Bei den Wachteln kann man anhand drei verschiedener Methoden das Geschlecht erkennen. Die erste Methode wäre, anhand der Färbung des Gefieders das Geschlecht zu erkennen. Das funktioniert bei den wildfarbenen Tieren. Die wildfarbene Henne hat eine weiße Brust mit schwarzen Punkten drauf und der wildfarbene Hahn hat eine rostbraune Brust und auch eine braune Backe und auch einen weißen Halsring. Es kann aber immer wieder zur Abweichung kommen, da diese Farbschläge nie hundertprozentig rein sind. Zum Beispiel haben bei mir die wildfarbenen Hähne haben keinen weißen Halsring, also nur eine braune Brust und eine braune Backe. Das Ganze mit der Färbung ist halt nicht hundertprozentig, da es immer wieder andere Farbschläge mit drin sind, es halt auch nur mit den Wildfarbenen funktioniert. Deswegen sollte man sich auf die Variante 2 konzentrieren, und zwar den Kloakentest. Den Kloakentest kann man so ab der 2. bis 8. Woche machen. Das hängt immer davon ab, ab wann das Tier geschlechtsreif ist. Es gibt Tiere, die sind ab der 5. Woche schon geschlechtsreif und manche sind halt erst mit der 8. Woche geschlechtsreif. Bei dem Kloakentest nimmt man das Tier, dreht es auf dem Rücken und spreizt ein bisschen die Kloake auseinander. Dabei sollte beim Hahn ein weißer Schaum rauskommen und bei der Henne sollte sich halt kein weißer Schaum bilden. Ich habe aber mittlerweile festgestellt, dass diese Methode auch nicht hundertprozentig sicher ist. Also es gibt auch bei mir Hennen, die auch einen weißen Schaum bilden. Von daher mache ich immer eine Sache. Ich gehe hin, mache den Kloakentest einmal und trenne die Tiere in Geschlechter, also Hahn und Henne. Und dann komme ich ein, zwei Tage später, gehe ich nochmal hin, mache nochmal den Kloakentest in diesen Gruppen und gehe nochmal sicher, dass auch der Kloakentest so stimmt. Und dann mache ich meistens dann nach einer längeren Zeit die dritte Variante. Ich gucke mir die Tiere an. Ein Hahn tritt die Henne, also er besteigt die Henne und der Hahn kräht auch. Also diese beiden Zeichen kann man dem Hahn zuordnen. Diese Zeichen sind auch wiederum nicht hundertprozentig. Also es gibt auch Hähne, die nicht krähen und es gibt Hähne, die nicht treten. Also ich habe auch durchaus Hähne gehabt, die kein einziges Mal gekräht haben. Also wie gesagt, alle drei Varianten sind nicht 100%. Deswegen würde ich jedem empfehlen, eine Mischung aus diesen drei Varianten machen. Ich mache es meistens so, bevor ich die Tiere schlachte, schaue ich sie mir an. Und wenn die Wachtel kräht, ist es für mich eigentlich ein Zeichen dafür, dass es ein Hahn ist. Denn eine Henne, die kräht nicht. Und der Hahn, der kräht, der kommt bei mir in den Suppentopf. Ich habe auch mittlerweile schon zwei Hähne gehabt, die haben keinen einzigen Ton von sich gegeben. Die sind natürlich dann zu bevorzugen. Die bleiben natürlich am Leben, weil sie ganz still sind. Ich habe jetzt nochmal den ersten Kloakentest, den ich immer mache, habe ich jetzt mal bei diesen 20 Wachteln aufgenommen. Das Video wird ein bisschen länger sein, aber dafür wird man hoffentlich gut sehen können, was jetzt ein Hahn ist und was eine Henne ist. Also wie gesagt, das Video wird ein bisschen länger sein. Bei dieser Wachtel hier sieht man zwar jetzt was Weißes, aber dabei handelt es sich jetzt um Kot. Ich packe die Hennen auf die rechte Seite, die Hähne kommen bei mir in die Transportbox. Es handelt sich bei dem Schaum wirklich um Schaum, also es sieht dann rasierschaummäßig aus, ist auch ganz klar erkennbar. Bei den Wachteln kann man eigentlich sagen, ich sage immer, wenn man die Kloake nicht sofort findet, dann handelt es sich meistens um ein noch nicht geschlechtsreifes Tier. Die Kloake sollte so ein bisschen geschwollen sein, es sollte alles ein bisschen dicker sein und man sollte auch die Haut sehen. Also es ist eigentlich so ein Bereich, der, wie man hier sieht, der frei von Haaren ist. Bei dem handelt es sich jetzt um einen Hahn, man sieht also ganz gut, es ist Schaum. Man kann auch meistens bei den Wachteln Hähnen, kann man auch meistens anhand des Verhaltens das erkennen. Wenn man die auf den Rücken dreht, das gefällt den Hähnen gar nicht. Also die beschweren sich wirklich und die Wachtelhennen, die nehmen das eigentlich ohne großes Mucken, nehmen sie es hin. Bei der Wachtel hier hat mich wieder Probleme, die Kloake zu finden. Daher handelt es sich wahrscheinlich um ein noch nicht geschlechtsreifes Tier. Vom Piepsen her würde ich wieder sagen, das ist wahrscheinlich ein Hahn. Da muss ich halt einfach die nächsten paar Tage nochmal nachgucken, um was für ein Tier es sich handelt. Jetzt ist mir gerade eine Wachtel über die Absperrung gesprungen. Jetzt muss ich die natürlich erstmal kontrollieren. Also beschwert sich wieder. Kloake ist nicht ganz sichtbar, aber wenn jetzt ein Hahn in der Hennengruppe ist, ist es kein großer Armbruch. Also ist nicht wirklich ein Problem. Hier haben wir eine Wachtelhenne, also eine wildfarbene Henne, kennt man an den schwarzen Punkten auf der Brust, hat auch keinen Braunanteil sonst wo drin. Wie man hören kann, gerade eben,
Da beschwert sich gerade ein Hahn. Also das hier ist eine perlfarbene Henne oder Hahn. Das wusste ich jetzt nicht ganz genau, deswegen kommt sie bei mir erstmal in die Hahnbox, da ich eigentlich gedacht habe, dass da ein bisschen Schaum mit dabei war. Ist aber kein großes Problem, da ich in den nächsten paar Tagen nochmal rüber gucke. Wie man hören kann, einen Hahn habe ich auf jeden Fall in der Transportbox, der beschwert sich nämlich jetzt. Hier handelt es sich um einen Hahn, das hört man auch, wie man hören kann, der beschwert sich. Und das ist eigentlich, die Erfahrung hat eigentlich mir gezeigt, dass man daran auch wirklich den Hahn erkennen kann. Denn der Hahn, dem gefällt es gar nicht, wenn man den anfasst. Bei der Henne, die juckt es eigentlich nicht. Also hier haben wir wieder Wachtelhenne wahrscheinlich. Bei den Wildfarmen mache ich keine Kloakentest. Da gehe ich einfach nur nach der Färbung. Denn ich habe immer gerne mal einen Hahn noch im Petto. Denn es kann ab und zu mal vorkommen, dass die Hähne nicht so wollen, wie ich will. Hier haben wir zum Beispiel wieder einen Hahn. Das müsste, wenn man dran zieht, also man sollte keine Kraft aufwenden, sondern einfach nur leicht drücken. Das kann man jetzt nicht so gut auf der Kamera sehen, aber soll sich auf jeden Fall Schaum bilden. Die Hähne kann durchaus sein, dass sie von den Wachtelhennen nicht akzeptiert werden. Also hier haben wir zum Beispiel eine wildfarbene Henne. Da kann man wieder die Kloake nicht leicht finden, also ist sie wahrscheinlich noch nicht geschlechtsreif. Es kann durchaus passieren, dass die Wachtelhennen den Hahn nicht akzeptieren, weil er, keine Ahnung, nicht stark genug ist oder sonst irgendwas. Und dann erfüllt er eigentlich nicht seinen Zweck. Dementsprechend habe ich meistens eigentlich immer gerne einen Hahn noch im Petto, den ich dann auswechseln kann. Das ist jetzt wieder eine Wachtel. Das ist schwer zu sagen. Da ist leicht der Braunton mit drin und die schwarzen Punkte waren jetzt nicht deutlich genug für mich. Gut, aber Kloakentest sagt kein Hahn. Also kommt er in die Hennengruppe. Das ist vermutlich ein Hahn, so wie der schreit. Und ja, Kloakentest sagt auch Schaumbildung. Ist also ein Hahn. Wäre ich fast in die Hennengruppe reingepackt. Aber wie gesagt, wenn ein Hahn in der Hennengruppe drin sitzt oder eine Henne in den Hahnengruppen, ist eigentlich kein Problem, da ich da immer noch mal ein zweites Mal rübergehe. Hier sieht man gut, dass die Kloake gut sichtbar ist. Also das hier ist jetzt in dem Fall eine Henne, die wahrscheinlich auch geschlechtsreif ist. Also wie man wieder gerade, das ist der Hahn, der sich beschwert. Einer von den Fallfeen, von den Perlfeen, da ist ein Hahn mit dabei, der ziemlich potent zu scheinen scheint. Der schreit nämlich die ganze Zeit. Das ist auch der Grund, warum er jetzt langsam ins Außengehege kommt. Hier sieht man wieder eine Henne. Und der letzte hier ist, glaube ich, wieder ein Hahn. Beschwert sich wieder und weißer Schaum. Die Hähne kommen jetzt bei mir ins Außengehege. Die sollen jetzt erstmal ein, zwei Tage noch ein schönes Leben haben. Ich gehe dann nochmal mit dem Kloakentest, mache ich jetzt die nächsten zwei Tage nochmal. Und gehe dann, kurz bevor ich es schlachte, mache ich dann nochmal den visuellen Test. Also ich gucke nach, der Hahn, der kräht, der kommt, der wird den nächsten Tag nicht erleben. Es gibt, wie gesagt, Hähne, die keinen Krach machen. Die lasse ich auch immer am Leben. Da ein Hahn, der keinen Krach macht, immer, der einzige Grund, warum ich die Hähne schlachte, ist, weil sie Krach machen. Sie fangen mit Sonnenaufgang, fangen sie an rumzuschreien. Und das gefällt den Nachbarn nicht so, es gefällt mir auch nicht so. Und deswegen kommen diese 6 Wachteln jetzt rüber in den Außengehege. Und davon werde ich mir dann 2 Stück aussuchen, die dann einen auf ein Pascha-Leben kriegen. Und die nächsten Tage werden halt zeigen, welcher von denen jetzt leben darf.